Ja, allgemein verteidigen wir natürlich sauber zusammen im Block, aber grundsätzlich muss man jetzt schon sagen, dass die Viererkette plus Alex ja, gut drauf sind. Wird schon viel weggehalten und das, was aufs Tor kommt, jetzt gerade in Darmstadt vielleicht noch mal mehr jetzt als gestern, aber gestern hält dann Alex noch einen Elfmeter. Also das gibt einer Mannschaft natürlich die nötige Sicherheit, die man dann braucht beim Verteidigen. Jetzt Länderspielpause, wo könnt ihr ansetzen, wo müsst ihr jetzt noch arbeiten auf jeden Fall? Ja, überall, glaube ich. Also aus jedem Spiel die Co-Trainer und mit dem Trainer zusammen, die finden, glaube ich, in jedem Spiel immer die eine oder andere Szene, die nicht gut gelaufen ist, manchmal auch mehr und sowohl offensiv als defensiv, also das kann man jetzt gar nicht irgendwas Bestimmtes raussuchen, bei Standards genauso, also da gibt es immer mal Nuancen, an denen man fallen kann. Und man kriegt auf jeden Fall mit, also klar, ausverkauft ist nochmal was anderes, aber die Leute, die da sind, die haben eine coole Stimmung gemacht. Gerade bei den Balleroberungen kriegt man das dann schon als Spieler mit, wenn die Leute einen nach vorne peitschen und das dann auch, sagen wir mal, honorieren, wenn es schnell nach vorne geht. Und ja, so soll es sein.